Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Jetzt, wenn die heißen Tage überhand nehmen, finde ich, wird es mal wieder Zeit für ein selbstgemachtes Eis. Mein Team hat sich ein Kinder-Pinguin-Eis gewünscht. Das geht auch sehr schnell. Das Einzige, was lange dauert, ist natürlich das Einfrieren. Aber das kann man ja über Nacht machen oder einfach für 4 bis 5 Stunden. Ich werde jetzt Eis am Stiel machen. Ich habe dafür diese Eis am Stiel-Förmchen. Ihr könnt aber auch ganz gerne eine große Form nehmen oder ganz andere Förmchen. Was ihr ebenso da habt, für das Eis verwende ich 300 Gramm Joghurt, dann nehme ich jetzt einen Sahnejoghurt mit 10%, 30 Gramm Puderzucker, etwas Vanilleextrakt, 200 Gramm Sahne und 8 Kinderpinguin. Ja, Sahnejoghurt deshalb, weil der einfach schon schön cremig ist und ihr könnt natürlich zum Beispiel auch Quark nehmen oder Mascarpone, aber Joghurt hat einfach so eine andere Säure, die perfekt dazu passt. Deswegen nehme ich das sehr, sehr gerne. Vom Geschmack her wird das Ganze wie diese Ice Cream Rolls, da wird ja auch eine Eisgrundmasse gemacht und dann zerkleinert auf so einer Eisplatte und dann eben gerollt. Und so ähnlich wird es dann schmecken, weil da machen die ja auch ganz oft eben Süßigkeiten mit dazu. Und deswegen bei mir die Version Kinderpinguin. Vanilleextrakt rein und Sahne. Ihr seht auch, das ist sehr, sehr einfach. Und dann die Zutaten kurz cremig verrühren. So sieht es jetzt aus. Und da kommen jetzt die Kinder-Pinguin rein. Ich nehme jetzt alle 8. Wie macht man die auf? Ach, ich mache hier. Ich dachte, da gibt es so einen Aufreißer. Und dann einfach zerstampfen. Wenn ihr jetzt die Eismasse probiert, sollte sie leicht zu süß sein, denn durch das Abkühlen und Einfrieren verliert sich die Süße so ein bisschen. Das heißt, hier darf es wirklich ein Ticken zu süß sein. Mach ah. Ist okay? Aber es kommt ja noch Schokolade. Genau. Dann habe ich jetzt hier diese Eis am Stiel-Förmchen und das sind einfach Silikonformen. Aus denen bekomme ich das Eis perfekt wieder raus. Ansonsten könnt ihr dieses Eis aber auch zum Beispiel in eine Kastenform einfüllen, in eine Silikonkastenform oder in eine Glaskastenform. Bei der Glaskastenform einfach Frischhaltefolie dazwischen legen und jetzt hier einfach schön reinfüllen und glatt streichen. Kennt ihr noch dieses? Es gibt dieses Eis, was aussieht wie eine Torte und so länglich und dann schneidet man da so Stücke runter. Vinetta, ja. Und so kann man es auch machen. Da kann man sich so Stücke runterschneiden. Ich wollte eigentlich das Ganze mit einem Löffel abfüllen. Dann sagt der Josh, oh, wie, kein Eisportionierer. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, komm. Einmal muss ich es ja auch mal zum Eisportionieren benutzen, oder? Ja. Ah ja. Jetzt hier, dann schön glatt streichen. Ich glaube, ich ziehe das einfach so glatt. Das ist es, was fehlt. Siehst du? Und dann nehmt ihr einfach diese Holzstäbchen, die Eisstiele, steckt sie rein und dann kommt das Eis in den Gefrierschrank. Am besten über Nacht. Tag 2, das Eis ist gefroren und jetzt wird es dekoriert. Entschuldigt meine müden Augen, es ist noch sehr früh am Morgen. Und vielleicht war ich lange weg. Nein, natürlich nicht. Ich habe jetzt hier einige Zutaten vorbereitet, nämlich Zartbitterkuvertüre, weiße Kuvertüre,
Chocolate Crisp Pearls in Zartbitter und Weiß zum Überziehen des Eises. Und Zartbitterkuvertüre brauche ich jetzt etwa 300 Gramm. Ich schaue mal, ob es ausreicht, aber ich denke schon. Sehr elegant. War schon elegant, gell? Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum hat sie so viele Schälchen? Also bei Kuvertüre, Schokolade, im Allgemeinen ist es so, dass ihr diese jetzt schmelzen solltet. Ich schmelze aber nie alle gleichzeitig, denn die Schokolade braucht eine gewisse Temperatur, nämlich so ungefähr zwischen 29 und 31 Grad, je nach Schokosorte. Und ich mache das dann so, 2 Drittel, also 200 Gramm sind hier im Schälchen, 1 Drittel, also 100 Gramm sind hier im Schälchen. Und ich werde jetzt diese 2 Drittel über dem warmen, aber nicht kochenden Wasserbad schmelzen. Und dann mit diesem Drittel impfen. Und deswegen nennt sich diese Methode Impfmethode. Und dann bekommt die Schokolade die perfekte Weiterverarbeitungstemperatur und es kann nichts mehr schiefgehen. Und ich mache es immer so, dass ich das Wasser erstmal kochen lasse, dann den Herd ausschalte, denn da reicht die Hitze auf jeden Fall schon mal aus. Jetzt kann ich hier schon mal die 2 Drittel reingeben. Bei der weißen Kuvertüre genauso, da habe ich ein bisschen weniger. Die dient gleich der Dekoration. Und wenn es geschmolzen ist, vom Wasserbad runternehmen und dann die feste Schokolade dazu und schön schmelzen. Und da reicht, wie gesagt, die Restwärme. Gut, während das noch fertig schmilzt. Ich glaube, hier in die weiße Kuvertüre gebe ich noch ein bisschen Kokosfett, einfach damit sie noch ein bisschen flüssiger wird. Das will ich nämlich für die Deko benutzen. Ja, jetzt kann ich das kurz hier stehen lassen und schon mal das Eis holen. So, und das Eis lässt sich auch wunderbar rauslösen aus den Silikonformen. Guckt mal, einfach hier oben ein bisschen ablösen und dann von unten nach oben schieben. Zack. Kinderpinguin-Eis am Stiel. Und mit Stiel. Ihr könnt auch hier gerne noch ein bisschen Kokosöl dazugeben, damit die Kuvertüre ein bisschen dünnflüssiger wird. Jetzt am besten in ein hohes Gefäß füllen, also zum Beispiel ein Glas, eine Tasse. Jetzt müsst ihr natürlich ein bisschen schnell arbeiten, denn die Kuvertüre wird schnell fest. Also eintunken und dann diese Crisp Pearls drauf. Schon so wie in der Magnum-Werbung. Ja. Ja? Ja. Und dann natürlich direkt ein paar Perlchen drauf, wenn ihr möchtet. Das mit der weißen Kuvertüre mache ich gleich, wenn alle fertig sind. Weil da muss ich jetzt wirklich Eis für Eis mich durcharbeiten. Jetzt könnt ihr noch die weiße Kuvertüre nehmen und die einfach in so Streifen drüber geben. Und dann ist das Eis sofort verzehrbereit. Ich suche mir ein Opfer, das probieren darf. Das nächste Versuchskaninchen. Okay, also schlimm ist nicht. Okay, manchmal reißen sie sich echt nicht drum, weil sie sagen so, morgen um 8 schon Eis? Wer sagt es? Ja, gell. Jetzt ist das Eis fertig und kann verkostet werden. Heute darf jemand probieren, den ihr vielleicht schon kennt, aber noch nicht aus meinen Videos.
Hallo. Linus, herzlich willkommen. Dankeschön. Linus kennt ihr vielleicht schon aus der Wachsdoku. Ja. Von dem Papier auf dem Boden. Ja. Man muss dazu sagen, der Murat, wir haben da gespaltene Meinung darüber. Ich fand's dumm. Einfach so Papierknäuel auf dem Boden. Murat dachte sich so, ja. Ja. Ich hab's nicht gesehen. Den menschlichen Test und den Fachtest hast du bestanden. Dann bin ich Deswegen froh. Bist du da. Weil du fachkompetent und menschlich ein hervorragender Mensch bist. Ach, danke. Gell? Deswegen. Das freut ja. mich. Und heute darfst du das erste Mal vor der Kamera probieren. Hinter der Kamera hat er schon öfter probiert. Das stimmt, ja. Komm ruhig näher, ich beiß nicht. Ja, okay. Noch nicht? Noch nicht. Hat dir bisher alles geschmeckt, was ich gemacht habe? Oder gab es irgendwas, wo du sagst, boah, nee, das war jetzt nicht so meins? Nee, es war alles gut. Nur manchmal sind wir so Torten als zu mächtig. Manchmal. Ja, manchmal auch zu viele Torten. Sie schmecken super, aber dann würde man eigentlich gern mehr davon essen, aber es geht nicht. Ja, ja, ja. Es ist halt auch, wenn man am Tag so 5 Torten mal kriegt, dann... Aber du kannst ja. da vertragen. Oh. Ich ziehe eigentlich den Bauch rein die ganze Zeit. Warum hast du eine Schürze an? Ja, ich wollte mich dir natürlich optisch anpassen. Das muss ins Video passen. Nee, wenn ich ehrlich bin, habe ich vielleicht einen Kaffeefleck auf dem T-Shirt. Vielleicht? Vielleicht. Also kann man Kaffeeflecken gut mit einer Schürze kaschieren. Okay, also schnapp dir ein Eis. Boah, das sieht ja echt. Ich muss sagen, das Eis, das wird gerade ein bisschen feucht hier, weil einfach die Umgebungsluft sehr feucht ist und dann kondensiert es natürlich das Wasser am Eis und deswegen hat es jetzt so kleine Schweißperlen. Aber ansonsten ist die Kuvertüre echt perfekt gelungen. Morgens 9:30 in Deutschland mit einem Eis. Oh. Wurde nicht wie in der Werbung. Auf jeden Fall schon knackig. Ja, ne? Lecker. Oh. Sehr, sehr gut schokoladig. Kinder-Pinguin. Schmeckst du es raus? Ja, doch, schon. Könnte aber auch so Stracciatella sein, gell? Ja, es ist halt so die Mischung aus Milch und Schoko, das erinnert an Stracciatella, aber auch an Kinderpinguin. Das war ja früher immer das Highlight, wenn es daheim Kinderpinguin gab. Oh, warst du Team Milchschnitt oder Kinderpinguin? Kinderpinguin, volle Kanne. Ich auch. 100%. Knoppers oder Hanuta? Schwierig. Eher Hanuta. Ich bin eher Knoppers. Ich mag aber auch beides. Ah. Aber es war immer so der Vergleich, Milchschnitte Pinguin und Knoppers Hanuta. Ja, oder? Was gab's noch? Also, noch, war so. Duplo war noch so ein Ding. Die wohl längste Praline der Welt. Genau. Ja. Was für Werbesprüche einem da immer einfallen. Oh, krass. Ihr könnt ja auch mal schreiben, ob ihr Team Hanuta oder Knoppers seid oder ob ihr Team Milchschnitte Pinguin seid. Also was von beidem. Schreibt es gerne in die Kommentare. Falls ihr mehr Eisrezepte sehen wollt, dann auch gerne kommentieren. Ich habe natürlich auch schon einige auf meinem Kanal. Ich hatte auch mal ein Joghurt-Eis gemacht mit Aprikosen, war auch sehr, sehr lecker. Damals hat der Opa Bernd probiert. Ist auch ein sehr lustiges Video. Da war noch der Bürgermeister da an dem Tag aus Oberndorf. Das war schon ziemlich witzig. Ja, witzig. Man nennt dich oben doch auch Bürgermeister. Ja, sie nennen mich Bürgermeister. Ja, dieses Sally-Team, dieses Verrückte. Naja, mich nennen sie auch die Verrückte manchmal. Ich habe übrigens angefangen, Montagmorgens, um schön wach zu werden, damit alle motiviert sind, gibt es immer Bewegungsspiele. Und zwar kommt es daher, ach egal, ich erzähle es euch im Podcast. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und das Rezept gibt es natürlich wie immer in meiner App und auf dem Blog auf sallys-blog.de. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.